Fantastisch. Das ist wirklich wow. Ich weine gleich, weil ich nicht weiß, wie ich euch das sagen soll. Ich finde die Einsteigerdroge. Seid ihr bereit, durch die Kamera zu riechen, obwohl ihr es nicht riechen könnt? Ich möchte, dass ihr das riecht. Bitte. Bitte. Seid ihr bereit? Ich übertreibe nicht, mir kommen Tränen. Ich freue mich so auf dieses Video. Oh mein Gott. Hi, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, erstmal danke. Und ihr liebt Düfte genauso sehr wie ich. Und ihr wartet auch schon, die meisten von euch, glaube ich, sehr lange auf dieses Video. Aber glaubt mir, das Warten hat sich gelohnt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es sind fantastische Nischendüfte, alle von mir ausgesucht, alle von mir, deswegen ist das Video jetzt erst da, über sehr lange Zeit getestet, weil ich halt einfach immer, ich brauche Zeit, um den Duft zu fühlen, um zu wissen, in welcher Situation ich den im Leben tragen möchte. Und wie lange der halt auch hält und so weiter. Ich freue mich so. Ich habe so richtig so... Oh, so das fühle ich in mir. Deswegen, bevor das Video losgeht, ich werde mich gleich anders positionieren. Denn ich werde immer zu den Düften auch Informationen einblenden. Denn einen Duft zu beschreiben, wenn ihr ihn dann in dem Fall nicht riechen könnt, ist halt wirklich eine Kunst für sich. Und YouTuber oder allgemein Leute auf Social Media, die das können, beeindrucken mich sehr. Ich gebe halt einfach meine persönliche Wahrnehmung und meine Freude. Ich würde sagen, das beschreibe ich ganz gut. Ich habe einfach Freude daran. Ich liebe Düfte, mir macht das Spaß. Das ist für mich ein tagesfüllendes Thema, weil ich da so gerne drüber rede. Trotzdem möchte ich natürlich auch, dass ihr ein gehaltvolles Video habt. Deswegen Infos hier oder hier. Mal sehen, wo ich mich gleich hinsetze. Bevor wir loslegen, holt euch ein Getränk jeglicher Art. Ich glaube, es wird ein längeres Video. Und ich werde das Wort Werbung hier einblenden, weil ich natürlich sehr viele Produkte bewerbe. Wenn man über Produkte redet, ist das so. Die meisten davon habe ich aber selbst gekauft, mit meinem eigenen Geld. Und einige davon wurden mir zur Verfügung gestellt. Sprich, das ist ein PR-Sample. Ich habe aber alle Düfte selbst ausgesucht. Das ist nicht so, hier, mir irgendein neuer Duft, rede darüber, sondern... Ganz explizit wollte ich dann den Duft haben. Und die Düfte, die mir zur Verfügung gestellt wurden, sind von Aus Liebe zum Duft. Und das ist ganz spannend, weil fast 10 Jahren habe ich ja mit YouTube angefangen. Und da konnte man schon immer so kleine Proben, so kleine Abfüllungen bestellen. Und die haben so nischige, so noch nie gehörte Marken und Düfte, dass ich da damals schon bestellt habe. Einfach Fan von dem Online-Shop bin, weil die einfach eine sehr schöne, spezielle und noch nie gefühlt gesehene Auswahl haben. Und da denkt man einfach sehr viel Neues. Und deren Auswahl ist wow. Die meisten meiner Düfte, die ich auch gekauft habe, gibt es auch bei Aus Liebe zum Duft. Und es gibt einen Code, daran verdiene ich nichts. Aber gerade bei so hochpreisigen Produkten machen 15%, die ihr bekommt, auf jeden Fall einiges aus. Ich blende euch das mal hier ein, wie der heißt. Also 15% bekommt ihr und jetzt legen wir los. Ich probiere so chronologisch vorzugehen, wie ich sie gekauft habe und was ich mir jeweils gedacht habe. Los geht's. Also ich habe ja schon seit Jahren wirklich so Düfte, die benutze ich im Winter, im Herbst, Frühjahr, Sommer. Und das sind Gypsy Water von Byredo zum Beispiel. Dann haben wir von Maison Margiela by the Fireplace oder mein All-Time-Favorite Baccarat Rouge. Solche habe ich immer, liebe ich seit Jahren so bei Safe. Und dann habe ich auch gleichzeitig noch sehr viel Tabakko, Oud, diese sehr schweren orientalischen Düfte. Da war ich ja quasi auch immer so, okay, super, das ist meine Kategorie, habe ich alles. Sehr viele von Tom Ford zum Beispiel, liebe ich. Und dann irgendwann so mit der Zeit habe ich irgendwie gemerkt, jetzt vor allem Anfang des Jahres, als dann irgendwie so ein bisschen wärmer wurde, dachte ich mir, ich habe nicht so viele frische Düfte. Also meine Suche begann eigentlich, als ich dachte, okay, ich habe so übertrieben gesagt, zu wenig frische Düfte für die kommende Jahreszeit. Ihr wisst, wie ich das meine. Also habe ich einfach so ein bisschen gelesen, YouTube-Videos geschaut und ich wollte halt etwas kaufen, was ich halt irgendwie noch nie, was ich nicht kannte, was ich noch nie gerochen habe. Und dann habe ich so ein paar Sachen online bestellt, dazu komme ich auch gleich, war alles so, okay. Dann war ich in München und da komme ich jetzt beim ersten Kauf und da hatte ich ein Event und davor hatte ich mich mit der lieben Swantje von The Original Copy, die ist super, die müsst ihr unbedingt, also folgt ihr auf Instagram. Mit ihr habe ich mich getroffen und sie roch fantastisch und über den Duft habe ich schon gesprochen, deswegen mache ich es kurz. Aber wenn ich irgendwo bin und sage, was ist das? Ich muss das sofort kaufen. Dass der Duft hat was mit mir gemacht, ja. Das ist von der Marke, ich werde viele Sachen vielleicht falsch aussprechen. Ich sage jetzt einfach 2787 Perfumes Genetic Bliss. Der ist
die meisten meiner Düfte tatsächlich sind eigentlich unisex oder viele. Und, oh mein Gott, die Marke kommt aus Barcelona und es ist ein Molekülduft und ich habe eine Schwäche für Moleküldüfte. Die machen halt was ganz Persönliches. Also die riechen ja auch bei jedem anders. Trotzdem haben sie so eine Anziehungskraft. Und okay, ich muss mich ja positionieren, damit ich euch die Sachen einblende. Es gibt auch nur eine Kopfnote und zwar ist es Sandelholz und Hölzer. Und das ist so ein ganz entspannter, lässiger Duft. Das ist so, ich bin urban, cool. Ich laufe so durchs Leben irgendwie. Auch wenn ich das überhaupt nicht bin. Aber das strahlt er irgendwie so aus. Also, wenn ihr das riechen könnt, das ist halt, der ist da und dann verschwindet er und du riechst ihn gar nicht mehr. Und in der nächsten Sekunde kommt er einfach zurück. Und ich hatte den drauf und mich mit einer Freundin getroffen und sie dann umarmt und sie meinte, Jamina, ich habe den ganzen Tag so Duftnoten bekommen. Und ich dachte so, was ist das? Wer riecht hier so gut? Ich bin alleine. Und es hatte sich halt quasi ein bisschen transferiert, aber es ist nicht unangenehm oder es macht euch nicht Kopfschmerzen oder irgendwas, sondern es ist so, es holt euch einfach ein und ihr fragt euch, warum und was ist das? Tatsächlich haben sich auch einige von euch nach meiner ersten Empfehlung zu dem Duft den gekauft. Und das denke ich jedes Mal wieder bei diesen teuren Düften. Ihr seid so verrückt, dass ihr einfach sagt, okay, Jamina liebt den, dann liebe ich den auch. Und ich glaube, ich habe nur positives Feedback von euch bekommen, dass ihr auch komplett obsessed seid. Also ich danke Svante für ewig, dass wir uns an diesem Tag getroffen haben und sie diesen Duft drauf hatte. Denn ich liebe ihn so, so sehr. In München gab es aber diese Größe nicht, weil es gibt zwei verschiedene Größen. Ich habe die große Flasche gekauft und dann bin ich halt noch so ein bisschen weiter da durch die Gegend geströmert und meinte so, ich möchte halt, und das war meine ursprüngliche Suche, ich möchte halt was ganz Zitrisches, Frisches. Ich habe quasi 30.000 Zitronen ausgepresst und laufe jetzt irgendwie durchs Leben, am besten noch mit so einer Meeresbrise. So, das war so meine Vorstellung. Und dann wurde mir die Marke Cana Barcelona ans Herz gelegt. Und ich hatte wirklich auch eine ganz tolle Verkäuferin. Und wir hatten wirklich ein passioniertes Gespräch. So, sie war voll drin im Thema. Und ich die ganze Zeit halt auch. Und haben wir einfach uns so ergänzt und so ein bisschen hochgeschaukelt. Und ich liebe sowas. Also gerade wenn du Düfte kaufst. Weil letztens, ich springe in den Themen. Ich habe den in München gekauft und den auch einen anderen von Cana Barcelona hier in Oldenburg. Und die Kauf-Experience hätte nicht schlechter hier in Oldenburg sein können und perfekt in München, weil die Verkäuferin hier war halt überhaupt nicht beim Thema. Die war so, ja, also ich mag hier eher blumige Düfte. Ich so, ja, wundervoll. Jeder hat einen eigenen Geschmack, aber ich hatte halt speziell nach etwas gefragt. Und sie war, ich weiß nicht, es war irgendwie total doof. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Dieser Kauf hat mega Spaß gemacht. Und zwar so, Cana Barcelona, persönlich überhaupt optisch gar nicht mein Ding. Deswegen finde ich es auch immer spannend, so Düfte zu riechen, wenn du die Verpackung gar nicht siehst, weil du halt sofort so extrem beeinflusst bist. Ich habe ja auch mal diese Duftreise gemacht, ne, in Stuttgart damals. Und das war so toll, weil du nur mit deiner Nase gearbeitet hast und ja dich von nichts anderem beeinflussen konntest, weil du es nicht gesehen hast. Auf jeden Fall habe ich dann das Hair Perfume von Cana Barcelona in dem Duft Costarella gekauft. Wieso Hair Perfume erzähle ich gleich. Die verschiedenen Duftnoten blende ich euch hier natürlich ein und ihr habt wirklich das Gefühl, dass ihr... Ich muss einmal sprühen. Oh mein Gott, ich flipp so aus. Oh Gott. Mein Haar hat noch nie so gut gerochen im ganzen Leben. Die Unendlichkeit des offenen Meeres liegt vor euch und ihr lauft da am Strand entlang. Aber ich finde trotzdem, obwohl das hier nicht irgendwo steht, habt ihr trotzdem diese Zitrone in euch. In mir löst das irgendwie zitrische Glücksgefühle aus. Trotzdem halt auch dieses extrem Frische. Ich kann jetzt auch nicht zu jeder Marke irgendwie noch die Historie erzählen und so weiter, sonst sitzen wir wirklich noch in 3 Stunden hier. Was ich aber hier gelesen habe und jetzt auch oft gehört habe, ist, dass die einen sehr respektvollen Umgang mit Naturressourcen haben. Sprich, sie verwenden nur fair gehandelte und nachwachsende Rohstoffe. Und das ist halt deren oberstes Gebot. Und solche Sachen finde ich halt auch einfach mega. Also wenn du halt auch siehst, da, das ist halt ein Familienunternehmen und die haben so ein ganzheitliches Konzept.
Und dann gleichzeitig machen sie halt auch noch so Knallerdüfte. Das ist unglaublich. Also der Grund, wie sich das Haarparfüm gekauft hatte, ist, weil sie das Eau de Parfum auch in der großen Größe nicht da hatten. Und ich dachte mir, ach ganz ehrlich, ich bin ziemlich obsessed mit dem Duft. Also wieso kaufe ich es nicht einfach mal für meine Haare? Und wenn ich es dann immer noch liebe, kaufe ich halt quasi den eigentlichen Duft. Und das habe ich dann auch getan. Und zwar hier haben wir ihn, Costarella Eau de Parfum. Wie gesagt, Packaging ist überhaupt nicht meins. Es ist sehr klobig und weiß ich nicht, der Deckel ist irgendwie die Hälfte. Ist einfach nicht so meins, aber ist ja auch egal, weil der Duft ist halt, also boah, ich flippe wirklich aus, wenn ich den auftrage. Ab und zu sprühe ich ihn auch einfach so, wenn ich im Bad bin, so auf und wisst ihr, ich mache das alles für mich. Also man sollte Düfte auch nur für sich tragen, finde ich. Man sollte das nicht unter der Prämisse machen, dass man anderen Leuten gefallen will oder so, sondern es soll halt in eurem Wohlbefinden einfach so ein Boost sein. Ihr sollt euch danach einfach mega fühlen. Egal welche Stimmungslage, man kann halt dann Düfte je nach Stimmung auftragen und so weiter. Wie sich aber auch die ganzen Düfte oder vor allem jetzt halt Costarella so liebe ist, da ist halt auch Ambroxan drin. Das ist halt auch ein Molekül und wie gesagt, ich tendiere halt in diese holzige, warme, trotzdem halt auch irgendwie spritzige Richtung und alles damit versetzt ist immer gleich in mir so, okay, wow. Wenn ihr mich fragen würdet, was ich euch jetzt empfehlen würde von den beiden, tatsächlich, obwohl ich obsessed, okay, ich muss ein anderes Wort finden, obwohl ich verliebt bin in diesen Duft, würde ich mir das Haarparfüm nochmal kaufen, weil es irgendwie spezieller ist. Und das, glaube ich, muss man auch wissen, ist, wenn man sich einen Duft kauft, ob das jetzt dann das Eau de Parfum ist oder dann das Haarparfum davon oder vielleicht das, wie das Baccarat Rouge, das Eau de Extrait, die riechen anders. Also das ist nicht einfach intensiver, aber ihr ist richtig identisch, das ist gar nicht der Fall. Die riechen immer alle komplett anders, sprich man muss da schon einmal sich durchriechen und dann halt gucken, was man halt mag. Nichtsdestotrotz, mein persönlicher, absoluter Sommerduft. Ist das schwierig? Leute, ich bin überfordert mit diesem Video. Ich liebe den so, aber ich weiß nicht, ob das mein absoluter Sommerduft ist, weil die anderen, die kommen, sind alle gefühlt genauso toll. Okay, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Es wäre nicht in Ordnung für irgendeinen von diesen Düften. Ich meine, hallo, das ist auch mein absoluter Sommerduft. Oder nee, das ist so ein Alljahresduft tatsächlich. So. Auf jeden Fall. Unfassbare Liebe. Oh Gott, ich möchte, dass ihr das riecht. Bitte. Bitte. Ihr müsst es riechen, wirklich. Ich werde sonst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt hole ich nochmal aus zu meinem ursprünglichen Video, als ich das Genetic Bliss gezeigt hatte. Denn da schrieb mir eine von euch, und wenn du dieses Video siehst, bitte fühl dich virtuell extrem gedrückt von mir. Weil du hast mir diese Empfehlung ausgesprochen. Und wisst ihr, nicht nur ihr kauft Sachen aufgrund von meiner Empfehlung, sondern halt auch andersrum. Und sie meinte, ganz ehrlich, Amina, wenn du das liebst, dann musst du dieses Parfum haben. Und zwar von DS und Durga, I don't know what. Ein Fragrance Enhancer Eau de Parfum. Da ich aber überhaupt nicht wusste, wie das riecht, hatte ich mir, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr wo, ich muss das nochmal raussuchen, so ein Probeset von der Marke bestellt. Wo habe ich denn jetzt diese kleine Probe? Mit so, ich glaube, 6 verschiedenen Düften von der Brand. Und die haben wirklich auch super spannende Sachen. Dennoch war das weiterhin mein absoluter Favorite. Seht, ich habe hier so eine kleine, so was Kleines, Süßes. Und ich habe mir das so aufgespart, weil ich Angst hatte, dass meine Full Size nicht kommt und ich dann das nicht mehr habe. Ich möchte weinen. Okay, Amina, wir fangen von Anfang an. Die Duftnoten, ihr seht auch wieder, in der Basisnote haben wir Ambroxan. Im Grunde könnt ihr euch das so vorstellen, ich lese das mal hier, weil ich bin gerade auch auf der Ausliebe zum Duft-Seite, weil die haben auch einfach, finde ich, sehr, sehr schöne Beschreibung und es ist einfach sehr schön aufgearbeitet. Es ist ein Duftverstärker mit einem transparenten Leuchten, das jedem Parfum das gewisse Je ne sais quoi, was ja im Französischen so viel heißt wie das gewisse Etwas. Und das war's. Also mehr muss ich das gefühlt nicht zu sagen. Wenn man das trägt, dann hat man dieses gewisse Etwas und man kann das nicht beschreiben. Und das ist gefühlt die Geschichte meines gesamten Videos. Aber gerade hier
Ah, mein Gott. Nehmt euch wirklich mal die Zeit, ich verlinke euch das ja auch alles und lest euch das mal wirklich in Ruhe durch, also auch über die Marke und so weiter. Ich finde, dann versteht man auch immer so ein bisschen, wie vielleicht so diese Duftkompositionen zusammengekommen sind. Und ich sag mal so, also für mich ist das so eine, für mich war der Anfang in dieser ganzen Molekülduftwelt dieser Duft hier. Molekül Nummer 1 von Eccentric Molecules. Davon habe ich ja auch noch, die haben ja verschiedene, ne? Ich habe, glaube ich, auch noch die 02 und 05, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das ist so, ich finde die Einsteigerdroge. Und ich liebe den halt auch, um Sachen zu paaren. Zum Beispiel Rose of No Man's Land, Lelas Empfehlung, mit dem zusammen, oh mein Gott, ist das wirklich unnormal. Also du kannst, das ist nicht auszuhalten, wie gut man damit riecht. Sprich, ich finde, das ist so ein perfekter, so eine perfekte Basis und dann kannst du die Sachen zumischen, toppen. Wie gesagt, das ist, sage ich jetzt mal so, für Einsteiger. Wenn man halt sagt, ich möchte in diese Duftwelt, die halt das anrichtet, einsteigen. Und dann kommt das und du denkst so, okay, ich kann nicht mehr. Ich möchte euch das... Ich weine gleich, weil ich nicht weiß, wie ich euch das sagen soll. Okay, wir brauchen Worte, um das zu beschreiben. Ich habe noch mal mich ein bisschen umgeschaut. Also holzig, moschusartig, ja. Dann pudrig, finde ich persönlich nicht. Animalisch, und das trifft es irgendwie. Keine Ahnung, wie riecht animalisch? Ich weiß es nicht, aber das irgendwie passt das. Und dann zitrisch. Und das hat, oh Mann, das hat so viele Ebenen. Das ist wirklich, es tut mir leid, Leute. Ich wünschte, ich könnte das gerade besser artikulieren, okay? Aber der ist wirklich sowas von unfassbar einzigartig. Wie gesagt, vielen Dank an dich, wenn du mir das empfohlen hast. So, Jamina, du musst das im Griff kriegen. Oh Gott, mir ist so heiß. Ich mache weiter. Jetzt glaube ich mit etwas Einfachem für meine Verhältnisse. Und zwar, ich finde die gut und ich will euch die zeigen, die Düfte, weil ich glaube, viele sind auch Fan von der Marke, von Clean Reserve. War auch ein Duft, den ich mir online bestellt habe, ohne zu wissen, was er kann. Ihr seht, ich habe auch schon einiges davon benutzt. Ich mag den, das ist Citron Fig. Aber was ich dazu sagen muss, ist, da ist halt Feige, Ingwer, Zitrone drin, Mandarine, Minze und natürlich auch ein bisschen Moschus, weil irgendwie gefühlt habe ich immer so einen Tick Moschus irgendwie drin. Hat wirklich, ich finde, was ganz Klares. So, du sprühst ihn und hast sofort die Düfte in deinem Verstand und weißt, okay, das riecht danach super schön. Aber, ich habe nur ein kleines Aber, mir sind diese ganzen Clean-Düfte zu pudrig. Die sind mir zu frisch gewaschene Wäsche. Und ich weiß, es lieben viele, deswegen will ich euch den vorstellen und euch den zeigen. Ich denke, das ist ein super, super Allrounder. Und ich habe auch den gekauft, den Clean Classic Skin, der halt wirklich, wirklich so riecht. Also einfach wie frisch gewaschene Hautwäsche, einfach frisch. Aber halt dieses sehr Seifige. Und der ist mir runtergefallen. Ich habe nur noch die Verpackung aufgehoben für das Video. Der ist mir nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen ist mir der mir auf den Fußboden gefallen. Zum Glück in meinem Ankleidezimmer. Sprich, mein Ankleidezimmer hat wochenlang wie frisch gewaschene Wäsche gerochen. Ist, wie gesagt, ein Duft, den benutze ich super gerne, einfach im Alltag. Aber er hat nicht dieses, oh Gott, was ist das? Sondern dieses, oh, okay, da riecht jemand einfach mega frisch, mega schön gepflegt. Deswegen finde ich den schön und toll und mag ihn gerne. Aber wisst ihr, er hat halt nicht dieses, oh mein Gott, ich raste aus und ich sterbe hier gleich, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Aber I like und deswegen wollte ich euch das sagen. So, jetzt komme ich aber wieder zu etwas, oh mein Gott, ich raste aus, bitte. Wie kann das möglich sein? Wie kann etwas so abartig riechen? Im positivsten Sinne natürlich. Und zwar, den gibt es auch bei Aus Liebe zum Duft. Und was ich halt cool finde, ist, ihr könnt ja auch so kleine Abfüllungen bestellen, ne? Wenn ihr euch halt nicht sicher seid, ob ihr das vielleicht wirklich mögt. Aber schaut euch einfach erstmal, ich meine, meine Fingernägel passen halt auch perfekt dazu, einfach dieses Design an. Wow, es ist, der Flakon ist extrem schwer. So kleine Goldflakes hier drin. Und ich habe diese Marke, und zwar Atelier des Ors. Mein Gott, ich habe Französisch in der Schule gehabt. Ne? Wo ist mein ganzes Französisch? Bei Jules de Rose kennengelernt. Sie hat einen YouTube-Kanal und die hat so
die hat so richtig, richtig Knowledge, was Düfte angeht. Müsst ihr unbedingt folgen, die hat wirklich tolle Empfehlungen. Und die hat auch viele ähnliche Duftfavoriten, deswegen vertraue ich ihr. Nichtsdestotrotz muss man natürlich immer für sich selber sehen, sprechen mich die einzelnen Komponenten an. Und ist es vielleicht auch etwas, was in meiner Kollektion fehlt, so in dem Sinne. Und ihr wisst, was ich gerne mag. Und ich lese nochmal so ein bisschen was vor. Und dann, das könnte nicht mehr Yamina sein, okay? Kopfnote, Zitrone. Da war ich ja schon so gleich, okay, das kann nur gut sein. Zypresse, Bergamotte. Dann haben wir verschiedene Hölzer. Und dann haben wir Tannenbalsam. Ich liebe alle tannigen Düfte. Also da wusste ich schon, okay, das muss meiner sein. Er heißt Riviera Lazuli. Und es ist wirklich eine Mittelmeerbrise. Oh. Wisst ihr, was ich meine? Und ich übertreibe nicht, mir kommen Tränen. Wirklich. Und deswegen liebe ich Düfte. Und ich denke mir so, wieso mache ich nicht mehr Duftvideos? Weil das sind Videos, da habe ich so Spaß. Nicht, dass ich keinen Spaß an meinen anderen Videos hätte. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich denke immer so, nee, weil ich halt nicht dieses krasse Expertenwissen habe, denke ich immer so, das ist vielleicht nicht mein Metier. Aber ich liebe halt einfach darüber zu reden. So. Ich finde, das Bild, was hier gezeichnet wird, passt sehr. So, die Boote legen gerade alle an, Frauen haben große Sonnenbrillen auf, Sonnenhüte, weil die Sonne so knallt. Und man will halt einfach gefühlt nichts am Körper tragen, weil es alles viel zu heiß ist. Und an solchen Tagen, finde ich, brauchst du genau so einen Duft. Du brauchst diesen Duft, der dich nicht beschwert, der nicht noch eine extra Schicht irgendwie auf dich rauflegt, sondern dich einfach erfrischt. Und genau das macht er. Der hat so was leicht. Ich würde vielleicht sagen, das stimmt nicht. Ich finde ihn herb, null süß, nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Und er gibt einem halt einfach diesen Kuttersöhe, Summer-Vibe, zitrisch, würzig. Haare haben halt hier ein bisschen Beach-Waves. Und ihr wart den ganzen Tag im Wasser. Diese ganze Riviera-Kollektion ist halt sehr, sehr erfrischend. Und ich weiß jetzt schon, ich brauche einen weiteren Duft davon. Das kann nicht der einzige sein, den ich habe, weil das haut mich halt jedes Mal um. Und ich habe den gestern drauf gehabt, als ich mit meinem Trainer trainiert habe. Und der sagt seit Jahren, Yamina, du riechst jeden Tag so gut. Was mich natürlich freut, weil ich mache das ja nicht morgens, um meinem Trainer zu gefallen. Ich trage einfach jeden Tag Parfum, weil mir das halt immer Freude bereitet. Aber es war halt auch gestern so ein super heißer Tag und er meinte, das passt voll gut zu dem Wetter. Da dachte ich so, ja. Er hat sofort gerochen und verstanden, wofür dieser Duft ist. Ich beende das hiermit. Ich bin obsessed. Der nächste Duft hat für mich einen persönlichen und emotionalen Wert und ich liebe den, aber auch, weil ich die Person, die mir den gegeben hat, sehr, 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 sehr lieb habe. Und zwar habe ich den von Lela bekommen. Und zwar ist es von Hailey, der Selmarin. Und seitdem wir uns kennen, hatte sie den halt. Und der ist so... Ich meine, das Ganze sagt ja schon, das Label und alles sagt ja eigentlich schon, was hier drin ist, oder? Wie ihr seht, ist meine auch schon, und ich habe ihren, also es ist ihre Flasche, sie hat mir die geschenkt und die war vielleicht bis hier so leer. Und jetzt ist sie bis hier leer und ich habe den vor ein paar Monaten von ihr bekommen. Also ich bin Heavy User bei dem, weil, also ich fange von vorne an. Kopfnote Zitrone, große Überraschung. Trotzdem haben wir halt auch diese salzigen Noten. Es ist wirklich ein sehr salziger Duft. Also ich würde sagen, von all den Düften ist das der salzigste und dann ist der hier danach. Also das sind so wirklich sehr, sehr spritzig, ja, wie gesagt, salzige Düfte. Und natürlich haben wir auch so was leicht würzig-holziges. Also ihr seht, das geht alles immer in die gleiche Richtung bei mir. Ich habe da schon halt ein Beuteschema. Ich komme aber auch gleich noch zu einem blumigen Duft und zu einem sehr, sehr süßen Duft. Aber dazu kommen wir gleich. Der Duft wird als luftig, aquatisch beschrieben und genau das ist es halt. Ihr habt dieses Wasser, ihr habt aber dieses etwas kühlere Klima, finde ich. Es könnte auch durchaus meine Kindheit auf Sylt sein. Also ich assoziiere hiermit nicht nur Sommer, heiße Temperaturen, sondern auch Sommer an der Nordsee.
Und das ist halt nicht immer heiß. Also eigentlich meistens nicht. Aber man hat halt diese frische Luft, ich liebe diese frische Nordseeluft. Das ist das Beste, was es gibt. Ah ja, seht ihr? Ich habe das vorher nicht gelesen. Frühe Sommermorgen da an der Küste. Das sind so Wellen, die zerspringen und einfach dieses ganz... Diese tolle, salzige Meerluft. Es gibt viele Düfte, die ich mit Lela verbinde, aber der gehört auf jeden Fall dazu und ich liebe ihn, dass ich ihn besitze. Jetzt beenden wir mal diese zitrische, frische Sommer-Liaison. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Wisst ihr, ich habe angefangen mit, ich sag mal so, meinem typischen Gypsy Water, den ich weiterhin absolut abgöttisch liebe. Aber dann war da so eine Leere irgendwie. Und jetzt habe ich das. Versteht ihr? Das ist so eine neue Welt, in die ich da duftmäßig jetzt irgendwie eingetaucht bin. Ja, ich bin unendlich glücklich. Ich liebe sie alle. Jetzt komme ich aber zu einer spannenden Kombi. Und auf die hat mich auch Jus de Rose gebracht, weil ich habe schon viele Jahre, und den finde ich fantastisch, und wie ihr seht, ist der auch heiß geliebt, weil das ist mein Urlaubsduft. Den habe ich ganz oft schon, wie wisst ihr, ein paar Jahre waren wir nacheinander in meiner Türkei in dem gleichen Hotel. Da habe ich den immer getragen. Es ist so mein Sommerurlaubsduft. Das ist von Erin Hibiscus Palm. Und sie hat dann gesagt, sie liebt, und pass auf, ich finde, sorry, aber die Flasche ist unfassbar hässlich, von Juliet Hessegan Vanilla Vibes. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, nein, Flasche ist überhaupt nicht meins, Vanille. Da könnte ich jetzt noch eine ganze Story zu erzählen. Ich glaube, viele von uns kennen das noch aus der Schulzeit, gab es doch von Impuls oder so, dieses Vanille-Deo. Und die ganzen Sporthallen und Sportumkleiden haben danach gerochen. Und seitdem bin ich Vanille... Nein, also das hat mich geprägt für den Rest meines Lebens. Überhaupt kein Duft, den ich irgendwie ansprechend finde. Dennoch hat sie das so schön mir verpackt, diese Kombination, wo ich dachte, vielleicht gibt es ja auch einen nicht so penetranten Vanilleduft, sondern der dich so ummantelt, der dich einfach nochmal so abrundet. Das habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Und tatsächlich macht der das. Was mich schon mal positiv überrascht hatte, war, die Kopfnote ist Meersalz. Also es ist nicht so Vanilleschote ins Gesicht. Das ist aber auch kein komplexer Duft, so wie die anderen zum Beispiel, wo ihr so überhaupt nicht wisst, was passiert und okay, was ist das und woher kommt das, sondern es ist so, hallo, ich bin eine Vanille irgendwie. Aber das muss ja nicht immer schlecht sein. Und das ist hier wirklich schön, ja. Was sie halt macht, ist, die beiden zu kombinieren. Sprich, ihr habt halt diese süße Note mit dem sehr, sehr blumigen Hibiskus-Palm. Der ist wirklich tropisch, Kokosnuss, milchig, auch Vanille ist hier auch drin. Und der alleine ist auch so... Also der ist ein absoluter Knaller, einfach als solches. Aber hier entwickelt man nochmal so ein rundes Paket. Ich bin sehr froh über diese Empfehlung, dass ich das jetzt kombiniert habe, weil es hat mir irgendwie so ein bisschen diese Vanilleduftwelt eröffnet. Und ich bin da jetzt offener. Also ich bin jetzt bereit, mich auch mal mehr in diese blumige, süße Richtung, wobei in der süßen Richtung bin ich ja. Wir kommen gleich noch zu einem Dupe. Ich mag ja süß, aber dieses... sehr pudrig-blumige ist ja so gar nicht meins. Aber es gibt Ausnahmen und die Kombi ist wirklich perfektes Sommer-Frangipani. Ich bin im Urlaub und sprühe das auf Duft. Deswegen auch da eine sehr große Liebe. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch an mich halten kann. Ich bin am Schwitzen. Das hat mich... Boah. Also dieser Duft, ich habe mir ihn eigentlich jetzt extra aufgespart. Weil ich weiß gar nicht, was wir dazu sagen sollen. Das ist eine, okay, Haare sind hinten. Das ist eine sehr gewagte Roseninterpretation, die absolut mich aus den Socken geschmissen hat und ich wirklich hier durch unser Haus gerannt bin und meinte, Christian, ich so, bitte rieche an mir, bitte, was passiert gerade? Und er konnte das jetzt nicht so ganz verstehen, was in mir passiert. Er meinte, es riecht gut, völlige Untertreibung. Aber ich bin wirklich ausgeflippt. Also alleine dieses, boah, das macht mich ganz doll an. So ein Beton, so richtig Beton, mit so leicht, wie sieht das, so Gold. Und dann so ein dunkelblauer Flakon. Boah, das sieht so Lachs aus. Ist Wahnsinn. Rose Ardoise von Atelier Materie. Auch französisches. Ich habe gesehen, Franzosen wissen einfach, was sie machen, ne, Parfum. Und warte mal, ich lasse es kurz, lass uns das mal kurz auf uns wirken lassen.
Das ist, glaube ich, der zweite Duft, der Tränen auslöst in meinen Augen. Ne? Für jemanden, der lange kein Rose-Fan war, ich könnte mich selber auslachen, weil ich ganz ehrlich, wenn man Rose nicht mag, dann hat man keine Ahnung, was ein guter Rosenduft ist. Wirklich jetzt. Das ist Wahnsinn. Also, Yamina, reiß dich zusammen. Erstmal haben wir hier Muskatnuss und Pfeffer. Es ist halt auch ein sehr pfeffriger Rosenduft. Salbei, Rose, Leder, Ambroxan. Man hat halt wirklich würzige Frische mit einer Rose, die euch aber erst im zweiten Moment erwischt. Und das finde ich an solchen Düften so unfassbar. Ihr erwartet das nicht. Ihr habt so, wie gesagt, dieses sehr würzig-pfeffrige und dann denkt ihr so, oh, okay, das ist total aufregend, was passiert da? Und dann so, wuff, eine Rose. Aber keine süße Rose, wisst ihr, sondern eine ganz klare, fast durchsichtige Rose. Ach, Leute, ich weiß doch auch nicht, wie ich das hier alles machen soll. Eine einzigartige Komposition, die ihren androgynen und modernen Charakter unterstreicht. Ja, androgyn. Ich meine, wir wissen alle, was androgyn bedeutet. Wie kann man das auf ein Parfum überschreiben? Aber genau das passt halt so. Es ist, boah. Also ihr wisst, ich habe wirklich viele Rosendüfte und ohne überhaupt nachzudenken, ist das von nun an mein absoluter liebster Rosenduft. Ich weiß nicht, ich habe einfach keine Worte. Ich habe wirklich gar keine Worte. Gott ist der fantastisch. Das ist wirklich wow. Oh mein Gott. Und den kannst du auch im Sommer tragen. Also, den würde ich jetzt tendenziell jetzt nicht an so einem Tag wie heute, wobei ich mich jetzt total damit eingesprüht habe. Ihr braucht es jetzt nicht so, okay, 35 Grad, aber den kannst du wirklich im ganzen Jahr tragen. Der ist wow. Und dann möchte ich ganz kurz, so, ich bin durchgeschwitzt, ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt erzählt habe oder ob überhaupt noch irgendjemand dran ist. Falls nicht, nehme ich es euch tatsächlich auch nicht übel. Rede ich einfach weiter mit mir alleine, so wie ich es eh jetzt schon gerade seit über einer Stunde hier tue. Aber ich möchte eine Sache sagen, und zwar so Dupes. Ich habe, glaube ich, noch nie auf meinem Kanal ein Dupe-Video gesehen in dem Sinne. Und gerade bei Düften, sorry, tue ich mich so, so schwer mit. Klar, man kann was in der Richtung kreieren und es kann kurz danach riechen, aber ich finde, Düfte haben so viel Komplexität, also Düfte sind so komplex und auch gerade wie lange sie halt halten und das hat halt mit der Qualität zu tun und so weiter und so weiter. Was ich aber immer wieder von euch bekomme, ist natürlich, und ich verstehe es absolut 1000%, Baccarat Rouge ist ein unfassbar teures Parfum. Ich meine, die sind alle sehr teuer hier und selbst wenn man nicht das Extrait hat, sondern das Eau de Parfum, ist es immer noch sehr teuer. Und es gibt natürlich mittlerweile, weil das auch durch Social Media krass gehypt wurde in den letzten Jahren, ich möchte sagen, ich habe das schon seit über 6 Jahren, gibt es halt Dupes. Und viele haben gesagt, Yamina, es soll doch von Zara dieses Red Temptation Dupe geben. Ich so, okay Leute, ich kaufe es, okay? Ganz kurz, ihr kriegt, um eine Idee zu bekommen, wie Baccarat Rouge riecht, finde ich, kann man das kaufen, weil man hat diese verbrannten Mandeln, man hat dieses Gefühl von dem Duft, im Moment, wenn man es sprüht. So ein bisschen Jasmin, Safran riecht man auf jeden Fall raus. Die Haltbarkeit, müssen wir nicht drüber reden, ja? Also wenn du ein Baccarat Rouge trägst, das hast du tagelang an dir. Diese Anziehungskraft, die dieser Duft hat, finde ich, ist hier auch nicht gegeben. Es hat schon meiner Meinung nach einen Grund, wieso die Düfte sind, die sie sind. Und klar, wenn man, wie gesagt, einfach nur so diese Idee haben möchte und es einem reicht, man muss ja auch nicht jeder so ultra wahnsinnig sein, was einen Duft anbelangt. Man kann ja auch sagen, okay, ich möchte einfach irgendwie ganz nett riechen. Gar keine Frage. Also ich habe auch von Ariana Grande Cloud schon gekauft, um das zu vergleichen. Darüber habe ich aber nie ein Video gemacht, weil ich dachte, sorry, aber Schwachsinn. Also das hat überhaupt nichts, finde ich, mit dem Original zu tun. Das ist schon so das nahekommendste Dupe mit 3 Millionen Anführungszeichen, aber trotzdem persönlich für mich kein Ersatz in irgendeiner Art und Weise oder halt gleichwertiges Produkt. Wollte ich aber in diesem Zuge oder in diesem Video nochmal gesagt haben, weiterhin ein einzigartiger Duft, den ich für immer lieben werde. Falls jetzt noch jemand da ist, tausend Dank, dass ihr euch das gegeben habt. Ich hoffe, es war so, wie ihr es euch erhofft habt. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, aber bei Düften setzt wirklich mein Verstand aus und die Art, Sachen zu beschreiben, ist dann auch nicht mehr die beste.
Aber es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Lasst mir bitte wirklich Feedback da, schreibt mir in die Kommentare. Irgendwie denke ich so, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Duft-Content auf meinem Kanal, so von meinem persönlichen Gefühl, so von meiner Passion irgendwie her. Und schaut auf jeden Fall auch bei Aus Liebe zum Duft vorbei. Nochmal danke, dass ihr mir ein paar Düfte geschickt habt, die ich mir ausgesucht habe, dass ich sie testen durfte. Und mein Code mit den 15%, der ist aktiv und ihr könnt den einfach einlösen, ja. Falls da ein paar Ausnahmen sind, werde ich euch die natürlich auch in die Infobox schreiben. Dann, wenn ihr jetzt noch einen Duft habt, den ihr sagt, Jamina, wieso hast du den nicht? Du kaufst den jetzt sofort, dann mache ich das natürlich. Dann schreibt mir das, dann mache ich das und dann kommt, ja, hoffentlich kommt bald ein anderes Duftvideo, weil ich habe das Gefühl, es ist irgendwie ein fehlender Bestandteil auf meinem Kanal. Ich freue mich auf euer Feedback und ich gehe jetzt erstmal kalt duschen. Ciao.